Egal, wenn es ist. Und lass mir noch mal das dir zeigen lassen. Ich hasse Apple. Ja, und genau, jetzt wusste ich jetzt nicht so genau. Und genau das wollte ich dir zeigen. Dass endlich die Scheiße abgelöst wird, von was. Eigentlich hat es Konkurrenz, weißt du? Das ist. Ich musste mir so viel Scheiße von meinen Cousin und seinen Freunden deswegen immer anhören. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Ich hasse einfach Produkte, wo irgendwelche Missionare rumlaufen und versuchen, andere Leute davon zu überzeugen, wie toll das ist. Das gibt's aber jedem Ding. Also ich war immer auf meinen Stolz drauf. Ich hatte das S55 Handy von Siemens, glaube ich, 4 oder 6 Jahre, dreimal das gleiche. Ich hatte danach Motorola und dann habe ich irgendwann Samsung. Und dabei bin ich geblieben. Bis heute. Also ich hatte, mein letztes Handy war Motorola und ich habe es geliebt. Ja, klar. Also und ich war immer der Technikfreak, der Verrückte. Und da, na, ich weiß nicht, ich bin halt noch nie auf irgendwelche Züge aufgekommen. Bei mir weißt du es, ey. Deswegen fand ich auch einen Satz wild, wo du hast ja so ein Ding geschrieben, so ein Zwinkersmile oder so. Influencer alle gleich, SM7B. Gerade bei mir, 18 Euro Mikrofon. Du sagst, mich brauchst nicht fragen. Mir ist das zu wissen mit Apple. Die sind ja sogar vor noch gar nicht so langer Zeit in den Nachrichten gewesen. Beziehungsweise die Sicherheitslücken haben es ja bis in die Tagesschau geschafft, wo sie den Leuten erklärt haben, dass da Sicherheitslücken drauf sind, die extra nicht geschlossen werden, weil halt eben Sicherheitsbehörden sich gerne in die Geräte einschleusen wollen und. Ach so, das mit dem GPS oder so? Zum Beispiel? Das mit dem Tracking? Ich weiß gar nicht, ob das GPS ein Apple-Ding ist, aber das habe ich auch letztens gehört, ja. Naja, also. Gut, bei Apple, das kann man ausstellen, zumindest diese Überwachungsgeschichte. Das ist bei Apple aber auch lange Zeit Standardeinstellung gewesen, dass bei MacBooks und sonst was die Dinger alles locken und du dann vom anderen Account aus die ganzen Daten abrufen kannst. Wodurch viele, gerade Männer, dann diese Funktion ausgenutzt haben, um ihre Frauen auszuspionieren, weil die sich mit sowas halt nicht auskennen und das nicht wussten. Das ist ja leider am Computer auch so, wenn du vorhin gesagt hast, Regierung und sowas, oder sich da einhacken, diese ganze Software von Virus und sowas wie Kaspersky oder so ein Scheiß, haben ja auch extra Sicherheitslücken drin, damit die Regierung da rein kann und die Polizei, als irgendwelche Verdacht bestehen. Ja, als Beispiel, das hat ja alles, hat ja jeder. Also im Grunde genommen ist das Gesetz in Amerika. Es ist im Gesetz so drin, dass du quasi die Tür für die Dienste offen haben musst, damit die im Zweifel reingucken können. Die nationale Sicherheit ist gefährdet, dann darfst du gar keine Rechte mehr. Und üblich ist das wohl vielleicht sogar bei Microsoft auch so. Allerdings muss man sagen, dass diese Türen da nicht so weit offen sind für Außenstehende wie bei der Apple-Geschichte. Wenn du es weißt, ist es scheißegal, ob eine Tür offen steht oder nur halb offen. Wenn du so rein kannst, gehst du rein. Weißt du? Halt die Frage, ob sie bekannt ist, ne? Also, wenn man rein will, beschäftigt man sich halt damit. Weißt eigentlich du? Sind amerikanische Firmen dazu verpflichtet, Hintertürchen offen zu lassen, damit die halt rein können, der Staat. Und da die ganzen. Ja, also. So gesehen sind sie alle offen. Aber es ist halt schon hart, wenn da irgendwelche Safari-Browser-Lücken drin sind, die quasi bekannt sind und da quasi jeder auf die Telefone drauf kann. Und es gab ja auch über die Jahre immer wieder Leak-Wellen von Leuten, die halt iPhones haben, iCloud-Hack und hast du nicht gesehen. Und seitdem rate ich mal allen dazu, egal welches Telefon du hast, am besten nutzt du es so, als wenn jeder drauf gucken kann. Genau. Ist ja auch so. Kann ja auch jeder im Endeffekt. Der Computer ja auch. Du bist dann immer komplett. Ja. Solange du im Internet bist, irgendwie angebunden, als Internet bist du ein offenes Buch. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das bei Windows wirklich so schlimm ist. Also Windows gilt ja als sicheres System der Welt. Hä, nicht Linux, oder? Ja, also eigentlich ist es, soweit ich weiß, also
wenn ich das richtig verstanden habe, man kann ja auch Zahlen lesen, wie man will manchmal, war wohl das Argument, wenn man es auf die Benutzer hoch. Kurz, bei der Kurve also nur innen fahren. Schau mal, wenn du hier außen fährst, hast du keinen Grip. Kein Grip, gar nichts, null. Du musst immer hier. Aua. Du musst immer hier fahren. Immer hier innen. Warte mal kurz, ich fahre nochmal kurz zurück. Nur kurz, damit du weißt, ich habe dich ja ewig gebraucht, um es zu lernen. Du musst nur innen fahren. Toll. Immer nur innen fahren hier. Immer nur. Also rückwärts fahren ist tricky. Immer nur so innen fahren. Weißt du? Immer nur so. Außen hast du keinen Grip. Die Geschwindigkeit so anpassen, dass du nur innen fährst. Weiter außen kein Grip. So, jetzt, sorry. Weitergefahren. Ich hab's, achso, ist gar nicht gesehen. Auf jeden Fall eng nehmen die Kurve. Immer den linken Körper oder mit dem Reifen. So eng. Immer die Kurven von außen nach innen rein. Da musst du komplett innen. Kein außen. Immer so fahren. Immer so. Schon von außen nach innen, aber da musst du sofort so spitz nehmen, dass du quasi mit einem, mit dem linken Reifen fast immer den Körper rührst. Genau, und dann stehst du fast schon gerade, gibst Gas und dann lenkst du wieder so ein bisschen rein zur nächsten Kurve. So mache ich es zumindest. Also das Argument ist halt, wenn man, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber man sagt irgendwie, sagen wir mal, Windows nutzen 2 Milliarden Menschen und wenn man dann die Zahlen nimmt und dann so und so viele Fälle und sowas sind, dann laut der Hochrechnung ist dann Windows das sicherste System der Welt. Und die Zahlen, die letzten, die ich hatte, waren halt, dass das unsicherste System der Welt halt iOS ist. Die Argumentation von denen war halt gewesen, dass da halt am meisten Geld zu holen ist bei den Leuten und deswegen sich die Kriminalität halt eher darauf beschränkt, aktuell. Meinst du nicht eher die Masse bei Windows? Weil lieber hast du 1 Million kleine anstatt 1000 große? Ich glaube, man kann mit Apple-Leuten einfach mehr Geld machen als mit den Windows-Leuten. Wenn ich das, also so ist das Argument von denen gewesen. Das ist ja nicht mein Argument. Also ich bin jetzt auch nicht der super Apple-Kenner und weiß nicht, inwieweit die damit Konten und irgendwas verknüpft sind, aber so hieß es halt. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall laut der Statistik, wenn man das hochrechnet, nach Benutzeranzahl und sowas, soll halt Windows das sicherste sein. Okay. Was ich mich halt auch immer denke, ist, ich meine, die ganzen Firmen, die vertrauen ja darauf. Ich meine, kaum einen Arbeitsplatz ohne Windows-Rechner. Die Firmen haben aber, warte mal, die Firma Intranet, nicht Internet. Nur teilweise Internet. Das sind ja Firma von Firma verbunden miteinander. Was der intern. Da ist es ja dann fast egal. Klar hast du Internet, aber du hast auch nochmal getrenntes ein Firmennetzwerk. Weißt du? Was du nur durch extra Login ans Internet anbinden kannst. Also du hast halt das. Okay. Ja, also du hast in der Firma immer Intranet. Ich meine, das ist sowieso ein bisschen veraltet inzwischen, weil du ja auch unter Windows mittlerweile Linux laufen lassen kannst. Also theoretisch würde ein Firmennetzwerk ohne Internet auch funktionieren. Weil das ein eigenes Netzwerk ist, untereinander. Sowas wie ein VPN quasi, nur die Firma an sich, Intranet halt. Brauchst du mit der Firma kommunizieren zu können, brauchst du kein Internet. Also Firma mit Firma, also die eigene Firma halt. Ne? Nicht eine fremde Firma. So viel zum Thema Gitarre lernen, da ist er ja. Jens, du musst gehen, technisch da. Tschüss, war nett mit dir. Ja, wir sehen uns dann übermorgen, ne? Ja. Warum? Was ist denn los? Ja. Ich hab gesagt, du bist. Jens ist bestimmt da, weil du nicht da bist. Ja, eigentlich sind wir eine dieselbe Person. Das klingt pervers, aber gefällt mir der Gedanke, Kappa. Ja, ja. Also eigentlich bin ich eher nur mit Stimmverzerrung. Genau. Und andersrum. Genau. Also Technik, ich hoffe, dir geht's gut. Ich teste gerade die ganzen Autos, die scheiße fahren auf Nürburgring. Und ich sag dir, der Ferrari,
den habe ich mich heute verliebt. Okay. Also ich habe einige Veränderungen vorgenommen, habe auch sogar noch einen Guide von der Strecke angeschaut, wie man was fahren sollte. Hat mir schon ein bisschen was geholfen, nur wir haben zwar die gleiche Strecke, aber nicht die identische wie in dem Video. Das ändert schon einiges. Aber der Ferrari, den ich scheiße fand bei Nürburgring, finde ich okay. Da habe ich eine Zeit gefahren. Ich weiß nicht, ob sie besser oder schlechter ist als andere Autos. 1.463 oder so, keine Ahnung. Ja, immer noch, klar. Und habe jetzt auch sogar den Jaguar hinzugefügt, den Lexus hinzugefügt, den Bentley, die ich halt total beschissen fand. Bin den Bentley vorhin gefahren, so ein paar Runden. Ich finde ihn okay. Also was er für sich ist, so ist es okay. Muss ich sagen, es passt. Er kommt zwar nicht, ich komme zwar mit dem nicht an die Zeiten von anderen ran, aber muss ich ja nicht. Er fährt sich okay, man kann ein bisschen das einstellen und die Fahrweise, an die gewöhnt man sich. Und jetzt mache ich das gleiche mit dem M6. Und ist okay soweit, muss ich sagen. Aber der Ferrari, den bin ich heute eigentlich den ganzen Tag gefahren, außer jetzt halt. Kurz die anderen nochmal gut durchtesten. Vielleicht wolltest du nur entspannt nochmal ein halbes Stündchen ein bisschen testen, ein bisschen fahren, auf euch kurz hören. Auf Ferrari, okay, fahr Ferrari. Ich bin Porsche. Oh Mann. Warum bitte? Ja, damit, ob du den gut findest, dass er die nächste Runde kommt. Nee, du findest ihn gut, ich finde ihn schon scheiße. Drecksack. Also, Technik. Wie binden wir deinen Server ein, wenn er Featuring ist? Was machen wir aus dem? Das war nicht. Oder bleibt er als Testserver? Ja, natürlich. Weil ich. Das ist ja Dollerei. Also, es wäre mal schön, wenn wir da mal. Ja. Hündchen drehen und weil damit kannst du das mal siehst, wie das mit dem das mit dem Geld das ist einfach ganz witzig und da kann man mal testen, wie man was einstellt, was halt vernünftige Werte sind, weil ich hatte da Default, ich weiß nicht mehr, was Default war, 100.000 oder so. Ich würde das irgendwie aber übernehmen, ich weiß immer noch nicht, wie ich Mods installieren soll bei mir. Ja, das können wir ja mal am Wochenende, weiß ich nicht wann, gemütlich gemeinsam machen, wenn ich dir im Discord dann dabei zugucken kann oder ich. Dann musst du aber auch hören, was ich hier sage. Was? Ich, ich sag dir mal, was ich vorhabe. Ich lieg jetzt mal. Und bitte nicht erschrecken und bitte mich nicht für größenwahnsinnig halten. Okay, ihr wisst beide, dass ich das bin. Und Scheiße. Ihr wisst, also, dass, wenn das ich ist etwas, schon geil jetzt gerade hier, finde ich. Wenn ich etwas mache, übertreibe ich es nie. Ich fahre nicht 8 bis 12 Stunden am Tag Auto. Ich will nicht hier. Ne. So, ne, es geht darum. Weil wir schon über Server gesprochen haben. Wenn es mit der Kapazität funktioniert und alles hinhaut, werde ich wirklich mehrere Server machen jetzt, Technik. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt. Genau, warum? Warum machen wir das? Wir nehmen einen ganz normalen GT3-Server, wo wir die ganzen GT3-Autos hinhauen. Dann sind die unter sich, egal ob sie stark oder schwach sind, ist es scheißegal. Wir können alle GT3-Autos testen und fahren. Dann machen wir einen DRM-Server mit den ganzen DRM-Autos. Der bleibt dann fix. Dann mache ich einen Formel 1 1991 Server. Das sind 17 Autos. Dann mache ich einen Race Server, wo wir immer Rennen fahren können. Wo wir dann das Auto einfach aussuchen können, wo wir Bock drauf haben. Und weil wir die Sorge halt haben, oder gehabt haben, wie auch immer, dass sich das Ganze so ein bisschen splittet. Was ich vermute, was ich auch hoffe, dass da, wo ich fahre, fahren auch die meisten einfach. Weißt du, sie sehen, dass ich fahre und kommen dann mit. Aber ist ja immer so gewesen. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Tage nicht fahren würde, würde ich sie auch ein bisschen verlieren. Deswegen würde ich das halt gerne erstmal so probieren. Und also ein Race-Server, der ist halt immer nur auf Race. Da stellen wir einfach ein Auto ein.
damit wir alle, damit es immer gleich ist, und das Auto können wir uns halt aussuchen. Und es sind auf jedem Server ist immer die gleiche Strecke. Und so habe ich dann auch mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel bei dem, also GT3 Server, Formel 1991 Server, DRM Server und ein Formel Server noch extra mit den neuen Server, modernen. Und ja, so muss ich dann nicht immer wieder Autos ändern und hinzufügen. Und ich werde das auch so machen in diesem Google Drive, dass die einzelnen Server da sind, dass man auch nicht zum Beispiel ein Formel-Auto laden muss, wenn man kein Interesse an Formel hat. Oder so, ne? Ich werde das so machen. Ich werde das getrennt behandeln. Ist zwar ein bisschen viel Arbeit und Sortiererei für mich, aber wenn es hinhaut von den Ressourcen und so, mal gucken. Wenn nicht, müssen wir noch anderweitig irgendwelche dedicated Server anholen oder so. Kein Plan. Müssen wir mal gucken. Das wäre für mich der Schritt in Version 2.0 mit dem Projekt Assetto Corsa. Und dann habe ich es fertig, dann kann ich was anderes machen. Mache ich das alles so, spielt was anderes, Kappa. Nee, also das wäre für mich eigentlich auf eine Art natürlich eine Menge Arbeit, weil ich alles pflegen muss und verwalten muss. Aber auf andere Art mache ich endlich die Strecke. Die läuft 3-4 Tage. Und ich switch halt hin und her, je nachdem, was ich fahren möchte. Ja. Ja, willst du jetzt meine Meinung dazu hören? Natürlich. Finde ich nicht gut. Also ja, Abwechslung und verschiedene Klassen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sonst... Ich würde jetzt gerne mal dieses Formel 1 91 ausprobieren. Ich würde DM ausprobieren. Ich hab dir doch mal was geschrieben. Und dann... Oh, fuck. Entsinnst du dich? Es geht schon wieder los. Weiß ich nicht genau, du schreibst mir vieles. Entschuldigung, ich bin da reingefahren, wo Technik mir reingefahren ist. Da bei der Ecke überholt. Toll, Technik. Vorsichtig, bevor ich rausfliege. Jo, weiter Technik. Ich hab dir mal geschrieben, dass wir uns mal zu dritt, oder die hauptsächlich fahren, mal zusammensetzen und mal überlegen, was wir denn fahren wollen. Ich meine, im Prinzip kannst du Templates vorbereiten mit verschiedenen Klassen, verschiedenen Fahrzeugen. Ja, aber da müsste ich jedes Mal das ändern. Sagen wir mal, ich fahre eine Stunde GT3 und dann habe ich Bock auf was anderes. Und dann muss ich das ändern für alle. Und so können wir hin und her springen. Ohne, dass ich das jedes Mal ändern muss. Nun, ja. Du kannst mich ausreden. Oder du hast vielleicht das schon wieder vergessen, was ich geschrieben habe. Und dass wir dann, so wie wir es jetzt mit den Strecken machen, vielleicht nicht ganz so lange, verschiedene Rennevents haben, wo dann halt, ich sag mal, 3 Tage nur Formel 1. Dafür ist der Race-Server. Das würde ich im Race-Server machen. Trotzdem ich halt. Ich hab halt die Sorge, dass sich das dann splittet. Trotzdem. Also dafür habe ich ja den Race-Server, da ist permanent Rennen und die anderen Server sind da zum Testen. Ich würde von deiner Meinung nicht mehr abbringen. Ich würde es gerne probieren wollen. Und hoffe, ich richte mich ja eh so komplett eigentlich nach den anderen. Jetzt will ich nur Formel 1 fahren. Ich nie GT3 angefahren. Was sagen die anderen denn zu der Idee? Gibt ja keine anderen. Du bist immer da und die anderen variieren immer. Cord ist jetzt immer da. Ja. Cord findet das super geil. Also dem gefällt es, den habe ich schon vorgestellt heute Mittag. Der feiert ja DRM und der feiert Formel 1 auch. Also und vielleicht tue ich auch so ein GT3-Pack-Ding an, das von dem RSS. Da muss man nur schauen, dass wir das irgendwie da reinpayen. Ja, das ist auch geil, das Ding, das ist sogar GT1 ist das sogar. Das gefällt ihm auch super, also Cord würde es feiern. Also ich verstehe beide Argumente. Auf der einen Seite, wenn alle auf 1 überfahren, ist schon schöner. Das ist schöner, aber man ist begrenzt. Hat vielleicht nicht jeder immer Bock auf... Naja, ich sag mal, wenn jemand keinen Bock auf Formel 1 hat, kann er 2 Tage lang dann nicht auf den Server fahren.
Ja, also das ist auch doof. Und ich Vor- und Nachteile. Und wenn jemand da ist, ja, fahre ich halt immer nur das, was ihr möchtet. Also ich fahre jetzt sowieso immer nur GT3. Ganz kurz, um das weiterzuspinnen, was Jens gerade gesagt hat. Wenn jemand keinen Bock hat, auf Formel 1 zu fahren, ja, dann geht er auf den GT3-Server und fährt dann da trotzdem alleine. Ja, ja, nö. Ja, jein, weil wenn Leute da sind, fahre ich das, was die Mehrheit fährt. Und das ist immer GT3. Also werde ich mich immer beugen, das zu fahren, was die Mehrheit fährt. Ja, warum macht ihr dann die Arbeit? Und warum machst du nicht einfach, ich nenne es jetzt mal Rennwochenende. Das muss nicht ein Wochenende, ne? Also Freitag bis Sonntag sein, sondern das können ja Events sein. Weißt du warum, Techni? Weil ich in den letzten Tagen so viel probieren wollte, hin und her probieren wollte. Ich habe das Auto getestet, ich habe den einen Ferrari getestet, den anderen Porsche getestet. Jedes Mal musste ich den Server beenden, was Neues hochladen und ihr musstet das runterladen. So habe ich halt dann die Server mehr so fest. So habe ich halt dann mehrere Klassen, wo ich einfach testen kann, dass ich was kopieren, ändern muss und hin und außen anmachen. Ja, und wenn ich einen anderen Server joinen will, muss ich die doch auch runterladen. Wenn du den joinen willst, ja, aber du musst doch niemals, jemals Formel 1 runterladen. Wenn du nicht Formel 1 fahren möchtest. Wenn alle Formel 1 fahren und ich jetzt nicht unbedingt den riesen Bock auf Formel 1 habe, aber auch nicht alleine um GT3 fahren will, dann fahre ich natürlich auch Formel 1 mit. Das ist, glaube ich, so ein bisschen. Und ich glaube, die anderen Server verkümmern dann. Das ist so ein bisschen. Und du machst dir Arbeit, die nicht sein muss. Wenn du alle zwingst, dann weißt du, okay, wir haben jetzt mal 3 Tage Formel 1, wir haben jetzt 3 Tage. Kein fester Anbieter, so. Dedicated Serverschnitzel. Das ist unabhängig. Ich sag mal so, ne, wenn ihr jetzt am Formel 1 fahren seid, fahre ich nicht alleine GT3. Genau. Lass mir kurz zu dem Formel 1 Argument was sagen. Weil dann macht euch gar keine Gedanken mehr machen. Ich habe Formel 1 dort auf diesem Server. Ich habe zwischendurch mal Lust darauf, aber dann steige ich ein, fahre meine 5-6 Runden, das war's dann. Also dadurch, dass ich so viel GT3 fahre und die Strecke lerne, habe ich nicht mehr so viel Lust. Ich fahre meine 5 Runden und bin zufrieden. Weißt du? Und so kann ich halt dann mal eine Stunde auf einen anderen Server gehen und fertig, ich komme wieder zurück. Xentern war auch der Meinung. Ja, ich habe bei Xentern auch schon mit Freunden drüber gesprochen. Nicht über das Splitten, sondern den Server, sondern wir fahren alle GT3. Und wenn man ab und zu Lust auf ein anderes Auto hat, kann man da kurz eigentlich hier auf diesen Server umsteigen. Das Problem ist, Techni, ich will halt die ganzen GT3-Autos halt immer drin haben, weil die einfach geil sind, auch verschiedene, weißt du? Komplett andere, mich limitiert halt dieses Ganze, dass ich immer Formel drin habe und LMP drin habe, was ich auch vielleicht einmal fahren will. Verstehst du? Und ich würde halt gern mehr GT3s drin haben, die Slots einfach frei haben. Aber wenn ich dann trotzdem mal so ein Stündchen oder so eine halbe Stunde Formel 1 fahren möchte, will ich jetzt nicht unbedingt den Server runterfahren, ein Auto weg rausschmeißen und das andere reintun, weißt du? Das ist doch die Premium-Variante. Kannst du einen zweiten Server einfach hochfahren? Genau, mache ich ja. Mach ich ja dadurch. Das mache ich ja so oder so. Durch diese Premium-Variante mache ich das ja. Deswegen, ich würde es mal testen und schauen, was dabei rumkommt. Weil dann hätte ich halt zumindest feste Server dann. Ja, dann mach, wie du magst, Und ich werde weiterhin ganz normal GT3 fahren und nur ab und zu mal so ein halbes Stündchen, wenn weniger da sind oder wenn ihr nicht da seid, fahre ich dann die anderen Server. Ich habe das die letzten Tage gemacht. Ich habe Singleplayer gespielt, Streckentests, Autostests, aber das fühle ich nicht so. Wie du schon sagtest, am Server ist immer so eine Möglichkeit, da könnte jemand kommen, weißt du? Das hat schon ein geiles Gefühl. Auf jeden Fall. Und das bleibt ja der Hauptserver. Die anderen Server sind nur, wenn man mal Bock hat auf ein bisschen was anderes. Würde ich mal sagen. Also Schnitzel, der Server ist eh schon da, es geht nur darum, das zu erweitern. Also ich kann im Endeffekt, keine Ahnung, 10 gleichzeitig laufen lassen. Das spielt keine Rolle. Einfach plus 1 oder plus 2. Das
Denn ich muss schauen, vielleicht lasse ich die ja nicht permanent an, so wie du gesagt hast, bei Bedarf. Kann ja auch sein, weißt du? Es ist ja ein Pilotprojekt. Wir gucken mal. Ich würde nur gerne, weil ich jetzt doch auch angefangen habe, GT3 zu studieren, zu lernen. Und ich jetzt auch heute wieder gemerkt habe, dass ich gerne halt mehrere Autos drin habe. Selbst wie ich dich in Nürburgring scheiße fand, bin ich hier jetzt okay, weil ich sie einfach so akzeptiere, wie sie sind und das Beste versuche, sie herauszuholen. Mit ein bisschen Tuning, mit ein bisschen hin und her oder mit ein bisschen Setup. Wenn ich auch in die Zeit der anderen nicht rankomme, ist egal, das Auto ist versichert okay, weißt du? Und da würden halt die Slots dann nicht reichen. Leider. Und ich müsste trotzdem alle paar Tage wieder wechseln, ist halt doof sowas. Und so ein DRM-Server würde dir doch auch gefallen, Technik, oder? Als Beispiel. Auf jeden Fall. Der auf kann jeden sich. Fall. Und so Formel 1 1991 ist auch geil, damit mit Senna, mit Gerhard Berger, mit Brose, mit allem. Also das ist halt auch ganz anders als heute. Das bist du damals auch gefahren. Das ist jetzt nicht die Formel 1 von jetzt. Das ist ja, glaube ich, noch V12 oder so. Ein Turbo und so ein Scheiß. Keine Ahnung. Weil es das halt for free gibt. Es gibt da for free bei diesen AR irgendwas, ARS Formula, gibt es halt 17 Formel 1 Autos von 1991 for free, die man laden kann. 92 musste man bezahlen, das machen wir jetzt noch nicht. Und dieses DRM könnte man auch für einen kleinen Taler holen, sage ich mal. Und ich würde das dann so machen auf diesem Google Drive. Würde ich dann auf die Server sortieren, dass wenn man zum Beispiel jetzt auf dem GT3 Server joinen möchte, muss man sich nicht die ganzen Autos runterladen von Formel, von LMP, LMH und so, weißt du? Naja, das Argument verstehe ich nicht, denn ich muss eh alle Autos haben. Musst du ja wenn nicht. Wenn alle Formel 1 fahren, dann fahre ich nicht alleine GT3. Oder? Ich fahre doch mit dir immer GT3. Ich bin doch auch heute kurz gefahren, halbe Stunde Formel 1. Das hat mir gereicht, hat doch gepasst. Das passt doch. Also, heute war Xenzan da. Wir sind gefahren, hier hat einen Ferrari getestet. Katie hat auch den Ferrari getestet, tut es gerade jetzt noch. Dann fahren wir eigentlich wirklich okay. Xenzan hat den Porsche getestet, den du halt auch gerade fährst, glaube ich. Fand der auch toll, sehr, sehr stark, klar. UAD fahre ich gerade, ja. Genau. Und ich würde die halt gerne so behalten auf dem Server. Natürlich sind sie nicht balanced, weil sie immer anders stark sind, aber es ist ja egal. Das macht ja nichts. Das ist, halt, ist ja auch kein GT3-Auto. Ein GTE-Auto. Und die 90% der Zeit, oder sogar vielleicht sogar 99%, fahren wir eh GT3. Und ich möchte deswegen diesen GT3-Server halt immer anlassen. Und auch unverändert. Oh. Und dass man halt dann einfach nur die Strecke wechseln muss. Lass dir Platz. Links, kannst fahren. Ja, und auf diesem Server wird sich im Endeffekt nichts ändern. Wir werden einfach nur ein paar. Ich habe genug Platz. Wir werden einfach nur ein paar Ausweichmöglichkeiten haben. So, zum Beispiel, wenn ich dann früher anfange, bist du ja noch nicht da, oder wenn du dann ins Bett gehst, kann ich alles probieren. Das habe ich auch jetzt gemacht. Nur jetzt muss ich den Server jedes Mal quasi runterfahren, die Templates ändern und dann wieder hochfahren. Und dann stört das halt den ganzen Fluss. So kann ich einfach umconnecten. Ich muss halt überhaupt schauen, ob die Ressourcen reichen von dem Ganzen. Wenn nicht, muss ich doch mit Zinkri sprechen, ob er nicht einen dedicated Server mir besorgen kann für einen kleinen Taler. Ich wollte den hier eh updaten. Ich habe die Hardware neben mir. Aber ich habe nicht alles neben mir. Und
Mal gucken. Also 90%, 99% hier auf dem Server und restliche Sachen auf dem anderen. Und wenn wir sagen, dass wir Rennen fahren, dann haben wir ja, können wir ja auch gucken, wie wir das dann machen. Ich fand das ganz gut. Was machst du denn dann für Events? Was sind das denn dann für Events, die drei Server, sage ich jetzt mal, die da laufen? Ist das alles nur Practice oder hast du da schon eine Idee, dass das 20 Minuten Practice? Das muss ich noch. Ich richte es jetzt erstmal so ein, wie der jetzt, dass ich nur Qualifying habe und optimiere das dann noch, je nachdem, wie es sich dann aussieht. Ich muss erstmal testen, ob das geht, weißt du? Wie das mit den Autos und so alles ist. Die Server, ich muss schauen. Also es kann sein, dass ich auch nur einen Formel 1 Server alleine mache mit einem Auto und das wird dann nur Rennserver sein, weißt du? Zum Beispiel. Kann ja auch sein. Weil der Formel 1 Server hätte, also der Formel Server hätte zum Beispiel Formel 1 bis 3. Einfach zum Testen. Formel 1 bis 3 und LMP 1 bis 3 und LMH. Das sind ja schon mal viele Autos. Zum Testen halt. Einfach umloggen und andere Autos testen. Dachte ich mir. Aber wer ist denn das, der da immer gekickt wird? Der hat halt nicht die Sachen vom Server. Ah, okay. Was nicht? Das steht noch offen, denke ich, wie am besten. Wenn es hinhaut, würde ich sogar einen Formel 1 Rennserver machen, weil du hast ja gesehen, der erzählt letztens, ne? Ich bin gejoint, ich habe hier Formel 1 gespielt, ein paar Minuten später fragt er, hey, ist das ein Formel 1 Server? Hast du da einen? Habe ich gesagt, ja nee, ich spiele jetzt Singleplay, Test und was, wir haben einen GT3 Server, auch mit Formel 1. Ich glaube, so wenig Anklang hätte Formel 1, glaube ich, gar nicht. Zumindest die 22er. Das sind ja Paid Autos, da muss man ja, die müssen ja das eigentlich haben, ne? Aber ein Auto ist ja kein Problem. Von RSR Supermod, ne, haben einige. Ich weiß jetzt nicht, wohin das führt, aber also für mich würde es einiges erleichtern, dass ich mehr variieren kann. Aber trotzdem halt, es ist halt so, die anderen Autos, die anderen Server zu kurz zum Austoben, 10 Minuten und fertig. Vielleicht lassen wir die auch immer unten und fahren sie nur bei Bedarf, wie du gesagt hast. Hauptsache, der hier läuft halt immer weiter, weißt du? Ich würde halt ungern durch Templates das Ganze die ganze Zeit ändern. Habe ich halt auch jetzt jeden Tag gemacht. Weißt du, ich habe gestern den URD hinzugefügt. Heute habe ich jetzt wieder die anderen GT3 hinzugefügt, habe die Formel 1 kurz raus, dann die Formel wieder rein. Ja doch, weil es jetzt keine Spots sind. Wenn ich jetzt ein neues Auto hinzufüge und die Formel 1 nicht rausnehme, dann kann man nicht fahren, die Autos. Nee. Use as Template, neues Rennen, Name mit F1, Autos tauschen. Dann hast du einmal ein Template mit der Strecke mit Formel 1 Autos, einmal ein Template mit der Strecke mit GT3 Autos. Ja, aber ein Template mit DRM. Wenn jetzt jemand fährt hier, sein GT3, und ich möchte nur mal kurz testen, die halbe Stunde, wie ist Formel 1, müsste ich das ganz ändern. Und der andere kann nicht weiterfahren. Ist auch doof, oder nicht? Das war zum Beispiel heute. Einfach den anderen Server mit dem Template mit den Formel 1 Autos hoch. Ja, genau. Genau, so würde ich es dann machen. Hauptsache, der läuft halt ewig auf GT3, der hier, ne? Egal wie. Du musst es im Endeffekt wissen. Es ist dein Server, es ist dein Stream, du musst da... Ja, nö, ich möchte das, was wir hier machen, weiterhin machen. Wenn du von der Arbeit kommst oder so, dass du ganz normal fährst mit mir. Und wenn du da bist und Jens da sind oder Katie oder Xente, wie auch immer, fahren wir halt einfach auf GT3 weiter. Und ich hab die GT3s für mich entdeckt. Ich habe eher die Vielfalt entdeckt, GT3s. Dass ich interessant finde, wie unterschiedlich die sind. Und dass ich aus jedem versuche, das Beste rauszuholen, auch wenn es vielleicht nicht die Zeit ist von den anderen.
Das schaue ich jetzt mit dem 1,49, okay. 1,49 ist schon für das Auto. Weiß ich nicht. Also ich hatte gestern noch Techni, bin ich noch kurz mit dem Porsche gefahren. Da hatte ich noch 1,43,9 geschafft. Okay, war ja klar. Aber... ich bin das gerade sehr ungewohnt mit dem Tracky Air. Das ist im Moment gerade noch sehr verwirrend. Aber... ich weiß nicht, wie lange bin ich gefahren. Was ist denn so ein Ding gewesen? 15 Minuten Qualifying. Und ich hatte die letzte Runde. Das ist gerade dunkel geworden. 1,43,9 irgendwas. Und danach war ja Rennen oder so, dann bin ich Rennen, bin ich ja anders gefahren. Also nee, ich hatte 20 Minuten Practice gemacht und Viertelstunde Quali. Und ich hatte zweimal die identische Zeit in der letzten Runde. Das kannst du dir nicht vorstellen. Immer nur in der letzten Runde habe ich es geschafft. Und dann ist das Bild ausgegangen. Und ich bin sogar gestern nochmal Rennen alleine gefahren. Einfach so, 20 Minuten gegen mich selbst. Danach habe ich eine Pizza gegessen. Das Sie gegönnt, ne, als Sieger. Ja. Eine Siegerpizza. Durchatmen wegen Krampfrad. Ich weiß nicht, warum der andere rausfliegt. Wegen vielleicht kein Content Manager oder sowas. Ding, keine Ahnung. Content Manager, Standard Shader. Er muss identischen Content haben wie wir. Ich habe mir ja heute diesen Guide angeschaut von einem Tom. Der hat gemeint. Guck mal, KD ist 1,44 mit dem Ferrari gefahren. Ja, der ist sehr, sehr stark, ja. Starke Zeit. Ich habe da, was habe ich? 1,46 irgendwas? Mal kurz gucken. ...1,46, 1,50. Ich wollte unter 1,46 schaffen. Das wäre halt nur mit krassem Aufwand gegangen. Und ich akzeptiere auch Technik manchmal, dass ich einfach... Das ist aktuell mein Skill. Ich kann den noch vielleicht leicht verbessern, aber es ist nicht so schlimm, wenn es jetzt nicht sofort ist. Das habe ich akzeptiert, habe Video geschaut, 10 Minuten Pause gemacht, eine Sekunde verbessert. So wie zum Akzeptieren. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt reicht's doch, jetzt akzeptiere ich es wirklich. Ja, der Ferrari ist echt cool. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das in einer einen Strecke hasse, nächste Strecke okay finde. Weil so seltsam auch die Autos sind, man gewöhnt sich an sie. Wer ist denn der XY22? Hat er sich im Stream mal gemeldet? Weil dann ist er selber schuld, weil der muss ja das Kennwort haben, oder? Ah nee, der Server hat kein Kennwort, ne? Ja. Glaubt ihr nicht. Ich habe auch in Englisch gesagt im Stream schon, wenn jemand da ist, ich muss ihm halt... Braucht er die Mods, muss er runterladen. Es ist geil, sich in dem Auto umzugucken. Mhm, aber. Genau, erzähl mal. Es ist sehr ungewohnt gerade noch. Weil ich es gewohnt bin, dass das Auto da ist, wenn ich um die Kurve fahre. Und wenn ich den Kopf bewege, dann ist das so wie, ich sag mal, erst mal Panzer fahren. Weißt du? Ja. Aber ich hab's auf dem Monitor drauf. Das Wackeln ist bisher kein Problem, weil ich auch so eine Art, ja, im Nullpunkt so ein eingerastet bin, so ein bisschen. Ja. Und das Vibrieren macht jetzt keine Erschütterung irgendwie so, wie ich mir es vorgestellt habe. Mhm. Aber ich glaube, ich muss es noch ein bisschen feintunen, aber es ist einfach geil, sich im Auto umzugucken und durch den Kopf bewegen. Wer rastet, der rostet, ja, glaube ich dir. Was hast du gemacht? Headtracker? Ja. Ja, will ich auch kaufen. Schon vor Monaten gesagt. Auch für Arc hätte ich das gerne. Was hast du bezahlt? Mir das. Ich glaube 210. Also es gibt auch DIY-Lösungen und so, ne?
Ja, ich habe einen bei Amazon für 150 gefunden. Da schreiben sie alle, der ist baugleich mit denen für 200 oder sowas. Mhm. Den wollte ich mir holen. Ich hatte den schon mal, also eine alte Version, und war damit zufrieden. Der war gut. Und deswegen habe ich den jetzt wieder genommen. Aber es gibt auch eine Smartphone-App. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Musst du mal im Allgemein Racing Discord-Chat gucken. Da habe ich eine Smartphone-App. Die macht über Gesichtserkennung auch so Head-Tracking. Also du brauchst keinen Tiefensensor? Ich habe sie nicht selber ausprobiert. Aber das soll gut funktionieren. Okay. Muss mal gucken. Ist gar nicht lange her, vor ein paar Tagen. Oder Freitag oder weiß gar nicht. Also wie ich das Smartphone über dem Fernseher habe oder was, Klaas? Oder Monitor? Wie du was? Ich denke mal, ja, das genau. Smartphone am Computer angeschlossen und der sendet das zum Spiel. Genau, du musst das natürlich irgendwo wie eine Webcam oder so stehen haben, ne? Der muss genau. Dein Gesicht ja scannen können. Ja. Ja. Aber ich kann euch mal. Das ist halt witzig. Und du kannst es in der Software auch noch einschränken. Also, dass du zum Beispiel nur nach links und nach rechts gucken kannst. Ne? Und nicht nach oben, nach unten noch. Ja, reicht ja auch. Ja, es ist einfach geil, jetzt gerade hier in dem Auto zu sitzen. Ich bewege den Kopf und gucke auf den nicht vorhandenen Beifahrersitz. Wenn das Auto nicht so kacke wäre, könnte ich auch in den Rückspiegel gucken. Hast du mir was zu sagen? Ich fahr nicht, ich guck zu. Okay. Passt du das hast? Das war Katie. Rausgeflogen oder was? Hier steht Jens has left. Eigentlich nur den Knopf für Boxengasse gedrückt, da war ich plötzlich draußen. Ich kann euch das ja mal. Ich glaube, das funktioniert nicht, wenn ich das jetzt sofort im Discord teile. Dann habe ich aber das schwarze Bild, ne? Das geht. Und hast einen neuen Song gelernt heute, Techni? Den du mir vorspielen kannst? Ist schwarz, ne? Ihr seht nichts, ne? Ich weiß nicht, ich musste ins Wohnzimmer, um das zu sehen. Jetzt ist natürlich noch nichts eingestellt. Ich habe den Ferrari mal genommen. Sieht man jetzt was? Ich musste dann ins Wohnzimmer schauen. Der müsste jetzt. Ladebildschirm ist gerade. Ich muss dann gibt's hier. Gibt's hier was zu gucken? Siehst du den Ladebildschirm, Jens? Ich kann bei Techni kann ich nicht zugucken. Weil dann machst du das über Discord. Ja, über Discord. Ah, so. Ich habe das Rennen ja verlassen, da bin ich gar nicht mehr. Ja, ich sehe es. Sieht man's? Ja, ist Ladebildschirm. Ich weiß nicht, was ist. Ich habe irgendwas im Content Manager geändert und ich habe jetzt immer Remapping UV vor. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Soll oder mit dem CSP zu tun. Der Rechner lädt aber lange. Ja, das meine ich ja. Das hatte ich vorher nicht. Was ich vorhin cool fand im Chat, hat jemand gefragt, ob ich einen eigenen Mechaniker habe. Oh, jetzt bin ich hier so in meinem Fahrzeug halt drin, ne? Warte. Kannst du das denn separat einstellen, wie stark er sich bewegt, ja, wenn du deinen Kopf bewegst? Die Sensitivität kannst du einstellen und auch, dass der im Mittelbereich sich nur langsam bewegt und außen dann schneller. Geht es auch, dass du zum Beispiel für oben und unten vielleicht nur ein ganz klein wenig einstellst und bei links und rechts mehr? Ja. Das ist geil. Ich bin mal da kurz im genau Wohnzimmer. Genau, das möchte ich. Es gibt auch eine Software, Open Tracker nennt die sich. So, Alter. Das ist die Open Source Variante. Open Tracker! Okay, aber da braucht man ja immer noch die Kamera, ne? Genau, ja. Aber da gibt es Webcams, die das unterstützen, aber du musst dir halt auch dann Infrarotlampen bauen.
Ach du Scheiße. Ja, nee, da fällt mir ein, die Logitech 920 oder sowas, die hat doch so ein Windows Hello Ding. Mit der müsste das doch gehen, weil die doch so einen Tiefensensor hat. Musst du dir mal anschauen. Ich glaube, ich habe mir das jetzt nicht genau angeschaut, weil ich jetzt einfach das Ding habe hier und fertig. Und es ist wirklich Plug and Play. Oh, wie also, zoomst du? Achso, ach, das machst du gerade übers Bild. Ja, ich sehe schon. Ich stelle den FOV gerade ein. Beweg dich nochmal, jetzt sieht man es auch im Stream. Beweg dich nochmal. So kannst du dann schauen, oder was? Ach du Scheiße. Was mache ich jetzt durch Kopf bewegen, ne? Und wie stark bewegst du den Kopf? Wie stark bewegst du den? Ja, also nicht so weit, dass ich nicht mehr auf den Bildschirm gucken kann, ne? Also es ist schon rechter Bildschirmrand, linker Bildschirmrand. Kannst du da umschauen? Ich glaube nicht. Ne, da hört er auf. Hier, ne? 90 okay, Grad hört okay. er auf. Aber siehst du, Gags, genau da das. Weiter. Nö. Da das, okay. Gags, das habe ich ja schon vor Wochen dir erzählt, dass ich das auch haben will. Also. Ja, klar. Hört er auf, weil der den Sensor nicht mehr erreicht, weil ich hier mit meiner Fettbacke dann verdecke. Aber hier die andere Seite, da kann ich mich ganz umdrehen. Aber das ist dann schon. Dann schiele ich auf den Bildschirm, ne? Dann sehe ich eh nichts mehr. Und siehst du, der rastet so ein bisschen in der Mitte ein. Hier habe ich so leichtes Blick nur. Und das ist das, wo ich mich noch dran gewöhnen muss, dass das so ein bisschen wackelt beim Fahren. Dann fahr mal ein paar Meter. Mal sehen, wie das ausschaut. Vielleicht kannst du noch so eine Death Zone einstellen, dass er ja, erstmal genau. gar nichts macht. Kannst du. Ich habe es nur provisorisch heute aufgebaut und ausprobiert. Muss noch einstellen. Ja, das Ding hast du schon länger? Heute bekommen. Ach, heute bekommen. Ja, siehst du mal. Ach, Mist, da bist du mir schon zuvor gekommen. Ich erzähle seit Wochen davon. Na. Aber finde ich cool. Okay. Rechtskurven sind cool, schauen wir mal Linkskurven. Und wenn du jetzt ein bisschen die Kurve gehst, ja, das ist doch. Also ich könnte jetzt so gucken, ne, in den Rückspiegel. Aber das ist halt ungewohnt doch. Da muss ich mich jetzt dran gewöhnen. Und das Auto. Und noch Zigarette im Maul auch noch. Genau. Bist du denn schon so weit zu sagen, du behältst das oder kommt das oder nee, sagst du sowieso, du behältst das? Okay. Ich behalte das auf jeden Fall. Ich hatte den, das ist jetzt der 5er und ich hatte glaube ich 2003 oder so hatte ich den, oder 2005 den 3er. Auch für Racing. Ach was, siehst du mal. Guck mal, du hast das schon gehabt. Und ich erzähle seit Wochen davon, aber ich wusste nicht, dass du das hattest. Ja, finde ich. Aber gut. Ich finde es halt jetzt witzig, hier zu sitzen. Ich rauche mir eine und kann mich hier so im Auto umgucken, ne? Bin ich irgendwie noch ein bisschen mehr. Ja. Immersion. Verrückt, verrückt. Vor allem jetzt sieht man mal was vom Auto. Da unten sind ja ganz viele Knöpfe, habe ich gerade gesehen. Also ich habe halt immer das Problem gehabt, dass ich die Zeiten nicht sehe, weil mein Lenkrad dann davor ist, ne? Und dann. Ducke ich mich irgendwie, also der Eck müsste auch erkennen, wenn ich hoch und runter gehe. Seht ihr das, wenn ich jetzt so aufstehe? Ah, ja. Aber halt nur schwach, weil es ist noch nicht richtig eingestellt. Das ist jetzt die Default-Einstellung. Ach was, wenn ihr jetzt in der Einstellung könnte ich auch lesen, was auf dem Lenkrad ist. Kannst du auch nah rangehen, so weiter weggehen, wenn ich so nach hinten gehe. Ach, geht das, wenn du mit dem Kopf rangehst, dann ist es größer. Na, ich kann nicht mal hier, warte mal. Jetzt ist weg. Moment, komm gleich wieder. Gottes Willen, der James, Mann. Mach ich fertig jetzt. Was denn hier? Warte mal. Scheiße, komm gerade das. Kannst Medizin nehmen, Bild kommt gleich wieder. Sekunde. Ich check die Software noch nicht, wie ich die aus dem. Jetzt habe ich es maximiert, so. Und Discord, Bildschirm teilen, Anwendung, Track Air, Live gehen. So. Das hier ist die Software dafür, wo du das dann einstellen kannst. Seht ihr das? Ja. Da seht ihr Kopfbewegung, muss jetzt nochmal zentrieren eben. So, jetzt ist, ne, gucke ich. Und da siehst du dann halt auch da die, ne, Front und Left und hoch und runter. Seht ihr das? Mhm. Und in dem oberen Kamerabild seht ihr die drei Sensoren. Die sind an dem Headset jetzt angebracht. Das war früher, war das nur so ein Reflektorvektor. Und da musste ich immer eine Kappe anziehen.
Und da unten, dieser Rotation Speed, da könnt ihr dann einstellen, wie der in welchem Bereich reagieren soll auf was. Und das muss ich noch einstellen. Hier unten das, ne? Hier, da kannst du dann, ich weiß noch nicht genau, wie es geht, ne? Keine Ahnung. Ja, anschauen. Wie er in welchem Bereich reagieren soll. Ob der hier langsam ist in dem Mittelbereich und nach außen dann schnell wird. Ja, und ich hatte es halt früher mit diesem Track-Clip hier. Das ist das, was auf die Kappe kommt. Und jetzt mit diesem Track-Clip Pro, der wirklich aktiv da Infrarot, ich glaube Infrarotlichter sind das, glaube ich. Ist so wie bei der Maus, oder? Das Einstellen, dass es dann schneller wird, wenn du mehr oder weniger bewegst. Genau. Manche mögen es nicht. Ich mag immer gleichbleibende Geschwindigkeit eigentlich. Ja. Das ist es auf jeden Fall. Ja, interessant. Lässt sich auch fürs Studio nutzen. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja, kannst du den Synthesizer mit steuern, ne? Was viele halt machen ist, die können ja zu Hause noch mit Kopfhörer arbeiten und die nehmen dann so Waves-Plugins, wo du in den Raum gesetzt wirst und dann haben die auch einen Head-Tracker auf. Und das simuliert dann quasi das Stereo vom Lautsprecher. Also wenn du den Kopf bewegst, das ist dann auch total verändert. Ja, da gibt es von Boss so geile Kopfhörer. Vasa, wie heißt denn ja noch? Boss Vasa. Wo du, wenn du den Kopf drehst, dann kommt der Sound von links oder genau, von rechts. Genau. Also da, wo halt die Box steht, die Verstärker. Genau, die ändern, so ein bisschen das Stereofeld, so dass du wirklich eine echte Phantommitte in der Mitte hast. Oder ihr weiß wieder keiner, was das heißt. Und dass das so ein bisschen wie auf Lautsprecher klingt. Und wenn du den Kopf dann bewegst, hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du dich wirklich im Raum bewegst und nicht immer nur links und rechts auf dem Ohr hast. Kosten, glaube ich, 300 oder 400 Euro, diese Kopfhörer, wo die schon fertig sind. Ja, das ist sicherlich nicht teuer. Nicht günstig, wollte ich sagen. Ja. Da gibt es auch extra Mikrofone, die sowas, die so zwei Ohren haben, die das, mit denen das aufnehmen kannst. Du meinst hier binuale Aufnahmen? Ja, genau. Ja, so heißt das ja. Earlinking-Mikrofone, genau. Mate! Oder man nennt es auch Kunstkopfaufnahme. Oder halt Earlicking-Mikrofon. Ja, Earlicking, genau. Na klar, sag ich doch. Ja, das, was die Amorant hat, das Ding kostet ja irgendwie 8.000 Euro oder irgendwie so ein Scheiß. Oder 5.000, das ist so richtig teurer Stuff. Kann man alles Earlicking-Mikrofon kriegst du für 400 bis 600 Euro, James. Ja, so ein ähnliches Mikrofon kriegst du auch schon für 200 Euro. Das haben nämlich manche YouTuber, um Kopfhörervergleiche zu machen. Die setzen die Ohren auf, die so Kopfhörer wie der Techboss. Total verwirrt sowas. Ach, hat der Techboss das auch, ja? Ja, klar. Ah, siehst du. Ja, das Ding kostet vom Techboss kostet so um die 200 Euro. Ja, ich finde es auf jeden Fall eine witzige Spielerei und hatte mal wieder Bock drauf, ohne jetzt eine VR-Brille zu haben, so ein bisschen mehr Immersion zu haben. Genau, das ist genau das, was ich auch will. Also Technik. Ja, wir verstehen uns schon wieder. Ja. Aber dann kommt also ich hatte mir das auch überlegt, aber ich weiß nicht, ob es so viel ist aktuell für mich, keine Ahnung. Es ist, also jetzt, ich bin jetzt vier Runden wieder gefahren, ne, seit 15, 18 Jahren und es ist ungewohnt gerade. Aber ich glaube, ich muss sagen, ich bin froh, wenn ich überhaupt irgendwie fahren kann jetzt und das wäre, glaube ich, zu much aktuell sowas noch. Glaube ich. Also für mich ist, ich habe halt, ich will diesen virtuellen Mirror nicht haben. Ich finde es halt cool, wirklich in den Rückspiegel gucken zu müssen. Und das passt mit meinem FOV nicht. Dann fühle ich mich wieder nicht, weil irgendwie, weiß ich nicht. Ich muss mich ja nicht rechtfertigen. Ich habe aber Bock drauf, das auszuprobieren. Das ist doch geil. Ich finde es auch geil. Aber ich, für mich wäre das aktuell, glaube ich, jetzt nichts, soll ich nur damit sagen. Muss man testen. Es kann auch sein, dass du das nutzt und dir denkst, yeah, das hat mir nur gefehlt. So, Ich glaube, die Hauptanwendungen dafür sind Flugsimulatoren. Ne? Das ist, glaube ich, das, wofür die meisten das benutzen. Im Spielebereich. Kann sein, ja. Da ist halt geil, wenn du dich umgucken kannst und siehst, ne, der ist über mir, hinter mir. Der kannst nach unten schauen, halt, was da ist. Oder das zum Bomben abwerfen. Nee, Quatsch, um Hilfsgüter abzuwerfen. Noch gerettet. FC.
So, dann wieder hier stationär. Wie nimmt ihr eigentlich... Achso, ja. Ja, was denn? Wie nimmt ihr eigentlich die, das Lenkrad weg, diese Einstellung, dass ich das Lenkrad... Ich habe es ja einmal vor mir und ich habe es jetzt einmal im Cockpit. Kurz AFK nochmal, ich habe vergessen. Zoomt ihr einfach nur mit dem FOV da rein, dass das Lenkrad... Nee, bei der... ich sag mal, du hast ja die Helmansicht und diese Cockpitansicht. Und du kannst im... im Content Manager kannst du das ausschalten. In den Assetto Corsa Einstellungen gibt es einen Punkt, der nimmt sich, habe ich heute noch gemacht, weil mich auch das Lenkrad genervt hat. Ich denke Ansicht und Nutzerschnittstelle. View. Und dann gibt es da bei View Lenkrad ausblenden. Ich hab's auf Deutsch. Oder für ETS, ne? Auto Truck Simulator. Kann ich die Helmansicht nehmen und. Ja, stimmt, für euer Truck Simulator, klar, sicher, macht Sinn. Ich habe sowas noch nie gehabt, ich habe nur sowas letztens gesehen in einigen Videos, wo verrückte Leute krasse Setup haben, das auch noch dazu. Stimmt, geil, ja. Einfach hide, hide steering? Ja. Okay. Und ansonsten ist es die Standardansicht, die ihr da fährt, oder wie? Also ich mal vom FOV abgesehen. Ich fahr, ja, meine Ansicht tangiert das FOV gar nicht. Ich fahre einfach hier die andere Ansicht aktuell. Du kannst F1 mehrfach drücken und ich fahre halt die Ansicht, die nichts sonst hat. Nur so vorne an, das vorne ist. Oder du tust beim Ansichten quasi. Einmal Helm und einmal, ich weiß nicht, wie andere genau. Sich okay, ich probiere einfach mal beides aus. Und bei manchen Autos ist diese Sicht total beschissen, dass ich die Cockpit-Sicht nehmen muss und so einstellen, was Technik gesagt hat. Ganz nach vorne ran einfach umsitzen. Oh, okay. Ja, und dann habe ich aber trotzdem gehabt, jetzt gerade bei den neuen GT3-Wagen ist das so, da ist das Lenkrad unheimlich weit total weg vom Armaturenbrett. Ja, ja. Und dann zoome ich so nah dran, dann sehe ich das Lenkrad zwar nicht mehr, aber wenn ich dann lenke, dann kommen immer mal wieder die Hände noch ins Bild. So, lippt irgendwie sieht das aus. Ich habe da beim Formel 1 angefangen damit rumzuspielen, weil es mich da genervt hat. Und auch heute schon wieder rumgefummelt, ne, mit Formel 1. Aber so finde ich es jetzt ganz gut. So komme ich auch zurecht mit den Kurven. Wenn ich das richtig sehe, blendet er automatisch auch die Arme aus, wenn das Lenkrad aus ist. Ja, naja, Lenkrad und die Arme sind dann weg. Nee, nur bei der anderen Sicht. Ach so, echt? Ja, bei der Standardansicht jetzt. Ach so, okay. Ach so, wenn du... Achso, dass die Hände nicht alleine irgendwas machen. Weil du kannst ja nur Hände wegmachen oder Lenkrad alleine, aber andersrum macht das keinen Sinn. Mhm. Irgendwie kann ich mich gleich viel besser konzentrieren, wenn das Lenkrad nicht da ist. Du kannst beides machen. Du kannst die Arme auch ausblenden, sehe ich gerade. Gibt es auch eine Option für. Ja, klar, habe ich doch. Meinte er gerade, Jens, ist es beides aus, oder nicht? Ja, genau, ist beides aus. Ja, so habe ich's. Vielleicht sind die Arme für eine andere Ansicht. Nein, du kannst. Du hast zwei Optionen. Fahrerarme ausblenden und Lenkrad ausblenden. Genau. Wenn du das Lenkrad ausblendest, dann sind auch die Arme weg. Aber du kannst auch nur die Arme ausblenden, dann ist das Lenkrad aber noch da. Ah, okay. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Was redest du denn für Mist? Habe ich doch gerade gesagt. Lust, du kannst beides ausblenden, wenn du die Arme ausblendest. Also wenn du das Lenkrad ausblendest, sind die Arme auch automatisch weg. Sonst wäre es komisch, dass du nur die Arme sehen würdest. Ja, genau. Ha. So ist es. Warten jetzt. Mal kurz AFK hier trinken holen. Doppelt hält besser. Das ist ein Stempelchen. Hörst du, wie er zum Kühlschrank rollt? Ja. Ich wusste nicht, dass das Kühlschrankrollen ist. So. Zurück vom Kühlschrank. So, ich gehe ins Bettchen. Ja, wie jetzt? Jo. Ich dachte, du machst Best seit mir. Donnerstag. Nee, ich werde mich da sogar bewegen mit dem VR-Controller. Am Wochenende noch mal in Ruhe mit beschäftigen. Ganz gruselig, oder? Gott. Ja, mach das. Ist auf jeden Fall eine schicke Sache. Und ich guck jetzt mal, wie das ich da mache. Wollte auf jeden Fall den GT3 Server alleine lassen. Wir hören morgen oder übermorgen. Gute Nacht zusammen. Nach bis nächstes Jahr. Frohe Ostern. Ciao. Tschüss, schlaf gut. Danke. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.
Also ich muss sagen, ich finde den BMW jetzt okay. Also er ist jetzt nicht so schnell wie die anderen. Man muss vielleicht wieder im Setup arbeiten, was ich halt nicht kann. Deswegen nehme ich ihn, wie er ist. Was soll ich sagen? Hab doch ein, zwei Sachen geändert. Speichern. Name eingeben. Natürlich ist der Name Gino. Ich mache jetzt immer Gino. Willkommen bei Gino, Jency. Willkommen bei Gino TV. Gino. Ich fahre jetzt noch eine Runde einfach so for fun und danach wechsle ich nochmal. Warum? Ja, warum nicht? Nee, dich meine ich nicht. Mal schauen, Jens. Ich mache jetzt erstmal morgen den GT3 Only Server und vielleicht den Formel Only Server. Mal gucken. Ich mache halt Tag für Tag durch ja Progress. Ich muss ja da rumarbeiten, ne? War heute schon teilweise nur eine grobe Planung schon. War ja heute schon mal 3 Stunden und vorgestern auch mal 3 Stunden. Jeden Tag so 3 Stunden für den Serverplanung noch rumfummeln da. Das ist eine Menge Arbeit, um das Ganze auch noch zu einzustellen, einzurichten, dann noch so zu warten halt auch noch. Aber Server, dedicated Server zu machen, ist halt mein Leben quasi. Das habe ich schon bei Quake 2 gemacht. Quake 3, Quake Unreal 2004, genau. Arc, halt alles was ging. Ich habe hier auf den dedicated Server für jedes Spiel einen Server. Für Arc, für V-Rising. Für 7 Days, für alles, was es gibt, halt so. Wo der 7 Days Server aktuell nicht geht, aber ist ja egal. Ja, ich habe das tatsächlich noch nicht so oft gemacht. Für Counter-Strike früher, für Arc habe ich es zwar auch schon gemacht, aber jetzt nicht wirklich super tiefgreifend. Eher so oberflächlich. Ja, ich habe da 12 gleichzeitig verwaltet, alle zusammengeschaltet. Und Battlefield. Also immer, wenn es geht, wenn wir ein Spiel spielen, seitdem ich jetzt wieder stream, also das wieder stream, ich habe 2014, seitdem ich stream, mache ich es halt intensiver, damit wir halt was haben, weißt du? Damit ich nicht halt da auf andere angewiesen bin. Weil ich hasse es, sowieso angewiesen zu sein. Abhängig. Abhängigkeit schlimmste. Was ich ja sowieso bin im Real Life, weil ich ja mich nicht bewegen kann. Muss es nicht auch noch virtuell sein? Verstehe ich. Macht ja auch Spaß. Das Basteln macht Spaß. Meistens bastle ich einfach sehr, sehr viel und dann spiele ich gar nicht mehr, weil das Basteln fast mehr Spaß macht als das Spiel. Boah, Ich habe auf die Zeit geschaut, ich musste Gas geben. Der andere sagt, dann muss man mal Vollgas geben in der Hälfte der Kurve. Wie soll ich denn das machen? Aber egal, passt, das passt. Schönes Auto. So, ich hatte es ja damals zu früh abgestempelt. Aber deswegen will ich ja auch, dass wir mehr Auswahl haben und dass die ganzen Formelautos wegkommen. Dann haben wir mehr GT3-Auswahl auch. Weißt du? So, dann wollte ich nochmal den Jaguar, ne? Den Jaguar testen. Ja, VR wäre schon krass. VR wäre schon mächtig, aber VR hat bei mir wegen der Brille und wegen dem ganzen Krümmung und Scheiße ganz andere Probleme. Ich bräuchte dann eine VR-Brille mit genau meiner Sehschwäche. Deswegen wäre vielleicht so ein Head-Tracker nicht verkehrt, aber ich würde jetzt aktuell erstmal nichts ändern, weil bei jeder Änderung muss ich mich neu dran gewöhnen und ich bin halt immer noch nicht so wirklich